Hallo liebe Dark Souls 3 Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, ich war gerade noch einmal im Feuerband rein, habe mir einmal die Belastbarkeit einmal erhöht. Mehr habe ich auch nicht gemacht, deswegen habe ich jetzt hier so wenig Seelen. Genau. So. Wieso läuft da jemand? Da kann eigentlich keiner laufen, denn ich bin überhaupt nicht online. Das ist sehr merkwürdig. Ja. Oh, die alte Tante, die nervt so. Die soll mal wieder zurückgehen in ihre Heilanstalt, ob sie herkommt. Hier sind so viele Hinweise. Und ich bin überhaupt nicht online, wie gesagt, Freunde. Das kann nicht sein. Eieieiei, okay. Viele Blumen. Sieht aus wie Gräber. Ah, und Bäume. Und da hinten könnte ein Durchgang sein oder was? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt ja auch die Fackel ausgerüstet, falls ich mal irgendwo im Dunkeln sein sollte. Stimmt, ich habe die Fackel, aber keinen Zauberstab. Moment. Den muss ich mir ja auch noch mal ausrüsten. So. Das bedeutet, ich habe jetzt einmal da und dann haben wir in der anderen Hand. Gut. Keine Ahnung. Es gibt ja Feinde, die sind gegen Feuer empfindlich, andere sind vielleicht dagegen etwas mehr unterhalten, beweglich was. Nein, hier ist kein Durchgang. Oder? Zufällig? Nö. Aber irgendwo könnte noch welche sein. Der hat rote Augen. Sieht aus, wenn der rote Augen hat, aber der dürfte dann... Ja. So einen hatte ich ja schon mal. Genau. Komm her, komm her. Oh, nein. Ja, was denn? Was denn nun? Ja. In den Rücken von hinten. Bleib liegen, steh nicht wieder auf. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Alter, der Knack hier so. Was ist da oben auf dem Baum? Eine dicke Kugel oder was? Hoppala. Ach, ich komm gleich. Geht der überhaupt dabei? Nein, geil. Lass mich erstmal gucken. Ich erkenne den. Okay. Und der tötet seinen eigenen. Ja, ich möchte mich für diese Aufnahme erstmal ein bisschen entschuldigen, weil der Ton ist von mir hier etwas leiser zu hören im Kampf. Und der Boss kam mal wieder super laut, wie ich finde. Ich hoffe, dass ich das irgendwie nochmal ein bisschen ändern kann. Ich versuche in den Fall nochmal zu ändern.
dass ich blau dazu hören will und der Boss dann zum Hart bringt. Ein bisschen leider ist das geht dann doch ein bisschen auf unten hin. Oh, das ist keine Sache. Aber mal gucken, ne? Jetzt wieder hier zurück zum Original. Ja, eigentlich habe ich dich angesehen. Oha. Auf einmal kommt er irgendwo her und treffe ich den irgendwie dreimal oder was, dann lebt er immer noch. Okay, ein Baum ist aus Holz und Holz kann Feuer normal nicht leiden. So ist das. Da ging schon wieder zwei Flöten. Warum das? So, dann gehe ich immer wieder runter. Hep. So, nur was ich halt nicht verstehe, die Dinger hier, die geben einfach keine Seele. Da kriegt man nichts bei denen. Merkwürdig. Na gut. Von diesen anderen Grippenviechern da war der Zombie-ähnlichen Wesen. Kommt auch andauernd welche. Na gut. Dann lassen wir gucken. Wieso sind hier so viele Hinweise? Das ist sehr merkwürdig. Okay, da hat sich da hinten wieder hinverzogen. Normalerweise kommen wir doch immer sofort wieder. Jetzt aber hier bei dem irgendwie nicht. Komm her, Laternenmann. Er geht mit seiner Laterne und die Laterne mit ihm. So. Hi, da ist der Forkenmann wieder. Ja. Doch mal, genau. Ich hau's dann gerne 3-4 Mal. So, hier könnte ich dann einmal feuern und dann kann ich das Schwert wieder nehmen. Gut. So, jetzt wird er wach. Ich denke mal, wenn man so viel dran ist, dann kommt er. Ja, da war eine Leute. Da kommt der Hammer, Bruder. Ja. Kommt wieder so von der Kerntypen. Hallo, komm mal nicht genau da nicht. Oh Gott. Ja, was kommt jetzt hier auf die Essen ran? Manchmal. Ja, was denn? Was ist hier? Was ist das denn? Was ist denn los? Na gut. Ich weiß nicht wieso, ich war lange Zeit nicht online und dann zeigte mir eben an, dass ich keine Verbindung habe zum Internet. Und bin dadurch aus dem Spiel geflogen. Sehr merkwürdig. Na schön. Aber die Ideen habe ich behalten. Dann machen wir das eben nochmal. Schlage ich den hier noch mal weg. Einmal, zweimal. Warum braucht er mehr Schläge als andere? Nur weil er rote Augen hat, der eine. Sehr merkwürdig. Na gut. Hallo, ich bin hier.
Ah ja, da kommen wieder zwei jetzt an. Na schön, dann machen wir die auch nochmal. Seltsam, wie kann man rausfliegen, wenn man gar nicht drin ist? Ja. Und du hier? Gut, dann werde ich mal sehen, dann versuche ich mich hier auf dieser Ecke dann nochmal hier, wo ich eben war, nochmal zu verstecken. Vielleicht klappt das nochmal, keine Ahnung. Man muss ja mal ein paar Sachen ausprobieren, ne? Ich glaube bei Bloodborne, genau, da war der eine Boss auf der Brücke. Das war ja der erste irgendwie, den konnte ich ja auch dann ein bisschen anspielen, indem ich den auch so, ja, ich nicht eine Falle gelockt habe, aber dahin gelockt habe, wo er mich halt nicht so unbedingt treffen konnte, aber na gut, das ist eine andere Geschichte. So, denn bei Bloodborne bin ich immer noch an dieser Spinne dran und ich krieg die einfach nicht, die habe ich auch schon mehrfach versucht, aber gut, soll wohl nicht sein. Dann komm du mal her mit deiner ja, so. Nur was nützt das, wenn die hier weghauen, wenn hier von den Seiten der welche kommen? Hm. Da kommt auch noch jemand. Komm her, du Mistgabel-Typ. Aha. Aha. Und von hinten rein, das Ding. So, bei dem ging es halt in den Rücken, bei anderen ging es in den Po, aber gut. Jetzt kommt der Hammer. Der Hammerbruder. Und dann haut er mit seinem Hammer der Schwein kaputt. Na komm. Ja. Und der Hammer ist so fair, da braucht es erstmal eine Weile, um ihn wieder hochzukriegen. So, den Hammer natürlich. Und? Jetzt ist er wach, jetzt ist er wach. So, jetzt laufen wir erstmal. Auch lustig hier, ne? Sieht aus, als ob man da jetzt durch kann, aber... Das ist nur dieser Schatten. Oder so. Da kommt einer runter und noch einer und da hoch steht noch, ja klar, kommen da wieder drei neue. Ah. Kann ich mir jetzt kein Feuer machen? Komm mal her. So. Ah. Wieder einer im Boden. Alter, wie viele kommen? Hau die mal weg da. Vorbild. Mal mit Feuer und da wird nichts abgezogen? Das ist ja merkwürdig. Beim ersten Mal hat es geklappt und jetzt kriegt er gar keinen Schaden. Oder fliegt jetzt Feuer durch ihn durch, wenn ich da in der Ecke bin? Hoppala.
Den zittert da nicht, oder was auf der Ecke? Das ist merkwürdig mit dem Boss hier. Das soll einer mal verstehen. Ja, schön. Dann suchen wir uns noch eine andere Ecke, wo wir mit denen kämpfen können. Gut. Dann versuche ich es halt nochmal. Gut, dass wir den hier am Anfang liegen. Bin ich ja wohl in der Mitte. Wobei, der Boss ist nicht so wie die anderen Bosse, die gleich wieder angelaufen kommen, wenn man hier durch den Nebel geht. Der steht immer da schon in der Ecke rum. Und ja, ich habe wieder volle Energie. Boah, kann ich ja wieder schöne Punkte sammeln. Also Segeln sammeln. Komm her. Komm doch her. Vorwärts ganz nicht. So, wieder noch 70 Segeln. Auch noch ein Glück. Und ist aber Glück verzerrt sich groß heute. Naja. Messen wir Platz. Ja. Komm her. Oh, da haut er gleich nochmal. So. Auch wieder zwei. Achtung, da kommt der Riesen zu. Oh, hey, kann er das Ding wieder. Aber er ist nicht noch. Au! Ja. Down. Lohnt es sich, die klein zu machen? Ist ein bisschen unfair, ne? Der Große, und dann hat er da noch, keine Ahnung, 8 oder 10 Gegner, und dann kommen wir von oben immer noch wieder welche runter. Die kommen wohl so lange runter, bis der weg ist, oder was? Eieiei. Kann ich mal ein Boss eben schön alleine kommen, ohne seine Gehilfen oder so? Gut, der erste Boss war alleine. Der zweite war ja auch alleine, und der hat jetzt hier seine 7 Zwerge oder mehr. Na gut. Und der Ding, komisch, ich gehe da hinten. Na ja gut, war ich so weit, der ist kaputt. Das war dann eher hier so, an der Treppe oder so. Das ist schon komisch. Da sollte man sich nicht so sehr um die anderen hier kümmern. Alter, 1, 2, 3, 4, da hinten, 5, 6, 7. 7 von denen. Welche brauchen wirklich nur einen Schlag, andere brauchen 2 bis 3 Schläge. Und dass noch von da oben noch welche kommen und von da oben noch welche kommen, das ist ja gemein. Hi! Ja, ich weiß. So. Ach du Hammer-Typi. So, der braucht schon wieder 2 Schläge. Hammer down. Der braucht nur einen. Der mit den roten Augen braucht 2 bis 3. Mal so, mal so. Gut, man könnte den Baum vielleicht so locken, dass er so läuft, dass er in die anderen da reinläuft, oder? Jetzt kommt der erstmal. Was sagt er mal eine Rolle? Es geht im Moment. Könnte noch vielleicht besser sein, aber mal gucken. Ach, wenn die mal nur links und rechts gehen, ey, anstatt mal nach vorne kommen. Yeah.
komm, noch mal. Komm, komm, ja. Der braucht auch noch einen. Komisch, ne? Warum kommt jetzt nicht runter? Nein, erst wenn der sich hier bewegt. Ein bewegender, laufender Baum. Gab's denn sogar schon mal. Herr der Ringe? Oder so? Naja. Nein. So geht das nicht. Ja, klar. Das ist doch viel angesucht gekommen, oder? Das ist doch cool. Das ist... Nein! Oh, Schatz. Jetzt kommt er hoch. Oh, das ist wieder. Getroffen! Kein Schaden gemacht. Ich bin so weit. Einmal nur 83. Wieder an. Die kommt ja auch hin, oder? Oh, der Holz. Oh, was ist das? Das ist doch gar nicht rund hier. Was ist denn neu? Gut. Weil er da nicht viel Löwen klappt und noch. Dann wieder vorbei. Oh, hi. Aua. Ich hab doch einen ganz vorbeigestochen, Mann. Ja, genau. Alter, was der abzieht mit einem Treffer vorne. Wieso habe ich beim ersten Mal mit Feuer so viel Schaden gemacht und jetzt treffe ich den und da kriegt er gar keinen Schaden? Nicht mal 10 Punkte oder sowas. Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. So hat er beim ersten Mal durch Feuer Schaden bekommen und jetzt kriegt er gar keinen Schaden durch Feuer. Was ist das? Merkwürdig. Gucken, wie man mit diesem noch dann im Nahkampf besiegen kann, mit dem Ball den Hund. Habe es ja auch ein paar Mal versucht und ja. Die richtige Stelle vielleicht finden, wo man stehen kann. Schön, dass hier die Seen immer sind, genau am Nebel. Obwohl man da hinten kaputt gegangen ist. Das ist toll. So, jetzt lasse ich euch hier einfach mal liegen oder stehen oder gehen oder was auch immer. Auf die Hand. Trink nicht, gar kein Faden. Nee. Wieso wollen die alle hier mal wegkommen? Bam! Hau der gleich jetzt mal zwei wieder weg. Kann sein, Leute. Genau so dann wie ich. Aua, Alter! Der haut die Energie voll mit ein. Treffer hier. Ey, das ist ja mal richtig unfair. Ich kann die auf einen Gang konzentrieren und kann den einlocken hier. Eigentlich, ja. Hallo, wo geht das? Gut, das war der große Stoß. Oh, ey, das ist so, dass die immer ewig nachkommen. Ja. Alter, wieder 500 Leute oder was? Hier bei 11.
Alter, wie soll das Ding denn ausweichen, bitte? Entweder trifft er dich mit seinen riesigen Armen da oder der haut dich einfach mit seinem Bauch da weg. Der ist ja viel zu groß. Wie sollst du den denn platt machen? Eieiei. Ey, die anderen, die nerven ja mal richtig. Ey, die können doch wegbleiben. Das gibt's doch nicht. Doch. Oh, oh. Das ist merkwürdig. Der ist ja mal richtig schwer. Weil der so unfair ist. So viele Gegner auf einen, das ist ja mehr als unfair. Ich krieg immer mehr und mehr Zylinder durch, aber was nützt das, wenn ich den nicht kaputt kriege? Ich kann mich nicht auf den Degen konzentrieren, weil von allen Seiten dann wieder 20 Leute kommen hier, ey. Links kommen 2, 3, rechts kommen 2, 3, von hinten kommen 2, 3. Oder mehr und dann, tja, kannst du auch nirgends hin ausweichen. Das ist seltsam. Dann treffe ich den mal mit Feuer, wenn ich ganz nah dran bin. Und dann kriegt er gar keinen Traum. Das ist so eine Sache, die verstehe ich. Da bin ich voll nah dran. Ich treffe den eindeutig mit Feuer und nö, jetzt kriege ich keinen einzigen Punkt abgezogen. Jetzt schlag mal auf deine Hand, dass du den mal weghauen kannst. Da. Hi. Oh, Alter, die ganze Armee kommt hier an. Ey. Warum kann das nicht wie ein verfluchter Baum heißen oder so? Großholz. Ein Metall. Keine Ahnung. Ist das ein Problem, wenn ich von dem Fuß komme? Aber das kann ja rollen, ne? Und der ist überhaupt nicht mehr. Zwei, drei neue. Ah, ich kann immer irgendwie nachgelaufen. Ich komm einfach da runter auf das Fenster da irgendwie. Schön, der Team der Seelen, der hat die eigenen Leute weghaut, aber. Ja, dann kommt immer ewig nachgelaufen. Hat aber keinen getroffen. Wieder hier. Hier vorne ist einer. Fünf. Alter, das ist aber nur. Da ist wieder einer. Komm doch mal weg. Ja, jetzt kommt von oben wieder. Alter. Das ist ja mal mehr. Jemand lockt mir hier 20, 30 Leute rum und ich kann sie mit dem Maus bleiben, weil überall die Bitte sind. Lernen hier, aber ich bin auch im Video. Ich glaube, das ist noch schneller. Ja. Und der hier und der auch da. Alter. Einer weg. Da kann ich gleich mal fünf auf einmal weghauen. Keine Ahnung, aber nicht alles.
habe ich den Peter getroffen? Ja, genau, auf die Kugel. Alter, was hat der denn da? Was fällt denn da runter? Gut, dann sind wir tot. Ja. Den aus dem Vorne drückt er direkt auf mal die Brand. Oh. Und wieder kommt einer runter. Oh, zwei. Mal angreifen, ich bin doch gar nicht gut. Nix. Null. Ganz null gerade. Ja, hau doch ab, du Dödel, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Wir wollen mich auch noch fertig machen, ey. Die große reicht doch nicht. Kann mich nicht angriffieren, weil die anderen machen, dass ich nicht bekommen habe. Ja, genau. Alter, das ist sowas vom Grund her. Keiner sagt, was das hier ist. Das gibt's doch gar nicht. Immer, Alter, komm, die Pika, Alter. Ja, das ist bei mir drauf. Mist, ey, das ist doch nicht wahr. Bevor ich halt nur was machen kann. Ja, wieder neuer, hallo. Grüß dich. Ey, das gibt's nicht. Ich hatte auch noch nicht mal was abgezogen bekommen. Ey, wie soll ich das denn machen? Die anderen laufen einem ständig mit, wenn ich ab und zu mal von denen getroffen. Immer kommt ständig neue Runde und wirklich endlos bleiben hier. Hände und Füße kann ich versuchen zu treffen, das bringt nichts. Den Rücken zu treffen geht auch nicht. Ey, aber ich nah dran, wenn du zuhauen will, dann sind die anderen Dinger da. Und treffen muss. Ja, wieder ein neuer. Toll, schmeißt er vielleicht spannend. Da kommt wieder einer. Entweder treffe ich den Gang, weil der wieder hochgeht, oder? Oh Gott, der ist jetzt wirklich von Indikator sehr schwer, ey. Oh, ey, die Kleinen nerven ja sowas von. Das ist einfach nicht wahr, dass die ständig nachkommen. Aber dann trifft er mich ja. Wenn ich von vorne angreife, trifft er mich immer. Von vorne kannst du auch nicht so richtig. Und von hinten geht nicht oder von der Seite abwarten. Und dann hast du die Kamera nicht. Ne, voll reingehauen. Kein einziges Punkt. Abgezogen bekommen. Du kannst echt nur von vorne. Und dann hast du Feuer und Feuer bringt dann auch wieder nichts, ey. Da sind das jetzt nur 97. Aber du warst vorne abgezogen. Wie kann das sein? Ja, Feuer geht mitten durch. Das geht gar nicht. Bei denen gehen alle die Hände drauf und du hast ja nicht mal bei der Hälfte. Ich werde das nur ganz besiegen, wenn das nicht geht.
haut der Kango von hinten und von der Seite überhaupt nicht machen. Die Beine gehen nicht, die Arme gehen nicht. Aua, aua. Ja, ich kann gar nicht freuen. Oh, wirklich toll. Da muss ich den erstmal so kennenlernen. Da muss das nicht von hinten, nicht von der Seite. Mal macht er ganz wenig Schaden, mal ganz viel. Und mit Feuer dann überhaupt nicht. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und jetzt liegen bestimmt die Seen da unten, was? Oder wie sehen wir das hier? Alter, was ist denn das für ein Boss? Jetzt kriegst du da 50 andere Gegner noch. Dann triffst du den, wird mal nichts abgezogen am Bein oder an der Hand. Dann triffst du den irgendwann nochmal und dann wieder mal und dann einmal wieder nicht. Und, ey, wie zählt das denn bei denen? Feuer macht einmal ein bisschen Schaden, dann mal vielleicht überhaupt nie und dann auch mal wieder mehr als sonst oder was? Komischer Gegner. Und warum geben die hier keine Seelen? Das hier ist eine komische Ecke. Alter, das ist doch nicht wahr, Mann. Habe ich echt schon wieder gleich 40 Minuten auf der Uhr. Ist ja Wahnsinn. Mal gucken, wo sind denn jetzt meine Seelen? Diese. Bleibt das Loch jetzt auch offen oder ist es auch wieder dich? Genau. Ey, wie gemein ist das denn bitte? Der Boden ist wieder zu und die Seelen liegen jetzt da unten. Jetzt musst du so lange durchhalten, bis der Boden der kaputt geht hier, wa? Alter, wie unfair ist das denn? Das ist wirklich unfair. Ich darf doch nicht kaputt gehen, weil die Seelen da unten liegen, ey. Ey, das musst du durchhalten, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, wie ich sowas hasse, ey. Allein ist der schon schwer, dann kommen ja jedes Mal noch seine Kollegen da an. Toll. Ja, den kriegen wir jetzt nicht wieder. Die sind weg. Kann er jetzt nicht hier versuchen durchzuhalten. Und wer so blöd zu besiegen. Du kannst nicht an die Hand oder Bahn dran gehen, weil die Gegner da in der Nähe sind. Ey, das ist so unfair. Du brauchst ja nicht angreifen, weil überall deine Kollegen da sind. Hand vorbei, Arm vorbei. Ja toll, wirklich toll, ey. Haha, wenn ich richtig los bin. Boah, ey, das ist nicht wahr. Viel zu schnell, viel zu schwer und dann noch unfair und alles hier auf einmal, ey. Boah, wirklich toll, ey. Genau, ich bin nicht da und dann... Oh, dann siehst du gar nichts.
gegen keine Ahnung wie stark sein und dann, ja genau, mit dem Lauf kriegt er nicht. Haha, das haben wir gerne. Aua. Ein Hallo. Boah, der ist so groß und so breit, ey. Und trotzdem kann ich den nicht angreifen, weil er von allen Seiten da seine Kollegen ankommt. Das hat keinen Sinn, gegen den wir zu kämpfen, ey. Wie sollst du da deine Seelen wieder bekommen, nur nicht mal bei denen einfach mal Faden machen kann? Ey, da kommen dann 2, 3 von links, 2, 3 von rechts und dann... Ja. Sag ja, 7000 Seelen weg, einfach so, weil man den Kackfieder nicht angreifen kann, ey. Oh, das ist gemein, ey. Also, wie sollst du den da besiegen, sag mal? Und dann ist der Boden wieder zu. Da kommst du nicht dran, obwohl du die Seelen einfach da liegen hast, ey. Nein, du darfst den nicht holen. Du musst du den erstmal so weit runterhauen, bis er den Boden kaputt macht. Und wie sollst du den runterhauen, wenn da seine Gegner im Wege sind? Der ist so schwer und dann auch noch so verdammt unfair. Ah, na gut. Jetzt kriege ich den nicht in dieser Folge. Alter, das ist nicht wahr. Bisschen schwer ist ja okay, aber wenn der so bewacht wird und dann auch total unfair ist. Indem du einfach nicht an die Seelen dran kannst, weil der Boden dazu ist. Ey, wie kacke ist das denn bitte? Das kann nicht wahr sein, ey. Und das mit dem Feuer verstehe ich auch nicht, ey. Denn ja, mal kriegt er was ab, den Schaden, dann mal wieder nicht. Ach, komm her, ey. Immer nur die anderen Viecher hier. Und dann schmeiß ich nur so nach unten, ey, anstatt geradeaus. Boah, ist das unfair, ey. Das ist nicht wahr. Ich hab dir mit Feuer getroffen. Jetzt gebe ich keinen Schaden, ey. Das ist so unfair. Der haut die noch nicht mal so richtig weg, ey. Immer sind noch wieder da 20 Leute oder was, ey. Oh, ich will... Der ist hinter mir! Und ich krieg den einfach da eingelockert, wie das heißt, da. Ey, das ist nicht wahr. Von hinten rein, das ist kein Fahrzeug, ja genau. Und von vorne direkt kann ich nichts machen. Der haut da nicht sein Fuß und an sich, ey. Oh, Alter. Ja genau. Bei dem gehen alle getrennt drauf, noch bevor du unten bist. Ey. Hier, zack. 97. Was ist das bitte für eine Zahl? Jetzt geht er wieder keinen Feuer haben. Und dann haben wir nur so wenig. Jetzt geht er wieder keinen Farben. Nur die Mitte an. Kannst du dich bewegen oder was? Okay. Das ist echt so unfair. Was denn? Ist doch nicht. Ne. Jetzt ein Anfall. Und auch nicht. Alter, ist
da konnte. Auf dem Bein drauf, bin ich auch noch fahren. Du kannst nur auf deine Eier da hauen, ey. Hinten, Hand, Fuß, geht nicht. Das ist echt lustig, ey. Haha. Toller Gegner, ey. Super. Voll die Panzerhaut hat er hier, ey. Kommt er noch angelaufen. Nee. Kannst machen, was du willst, du kriegst den nicht, ey. Boah. Egal, ob du Feuer machst oder so voll drauf haust auf die Hand, auf Beine. Nein, kein Schaden. Oh, liegt nämlich auf die Kante fast drauf. Okay, gut. Ja, keine Ahnung, was ich da machen soll, ey. Dann höre ich erstmal auf und dann keine Ahnung, was ich da machen soll. Brauche da nicht mal hin, die sehen, ey. Naja, dann auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bleibe erstmal hier. Dann bis zur nächsten Folge. Stich ich hier zu oder was auch nicht und sag bye bye.